Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, der Xalas94. Ihr werdet euch vielleicht wundern, dass ich so kurz nachdem ich in meinem 100 Abonnenten Special gesagt habe, dass mein PC nur noch Schrott ist, ein neues Let's Play mache. Aber ja, es ist immer noch so, ich kann keine normalen Spiele spielen, das geht nicht. Mein PC stürzt sogar, wenn ich eigentlich nur auf dem Desktop bin oder im Internet, stürzt der PC das öftere Mal ab. Aber das hier funktioniert. Solange der PC nicht abstürzt, kann ich das hier spielen und aufnehmen. Deswegen mache ich das hier auch. Das Spiel hier heißt, wie ihr sicherlich schon erkannt habt, auf jeden Fall mal Pokémon. Und zwar ist es Pokémon Smaragd. Und ja, von Pokémon hat man ja eigentlich den Eindruck, dass es ziemlich für Kinder ist. Da die Serie eben wirklich für Kinder ist. Aber die Spiele finde ich eigentlich ganz okay. Deswegen mache ich das hier jetzt auch, die Smaragd Edition. Und ich spiele das Ganze hier nicht alleine. Also das heißt, okay, ich spiele es natürlich schon alleine. Ja, hier hatte ich schon mal kurz angefangen, um zu schauen, ob auch alles funktioniert, um den Anfang auch überhaupt mal zu kennen, weil ich habe das Spiel vorher nie gespielt. Ja, also wie gesagt, ich spiele das Spiel zusammen mit Eulokus quasi, weil wir spielen gegeneinander. Wer es zuerst durch hat, hat gewonnen. Er nimmt auch alles auf und lädt es in seinem Kanal hoch. Seinen Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. So, hier das ist, ich lese hier das nicht alles vor, das ist mir zu viel. Hier der Typ heißt Professor Birk und das ist Pokémon, ein Pokémon-Professor, der mir jetzt gerade was über Pokémon erzählt hat. So, ich bin ein Junge und ich heiße David, wo ist denn's I? Ah, da hinten. So, David, alles klar. Okay, ah, du bist also David, genau. Ja, also wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt, nur eben jetzt kurz mal angespielt, dass ich auch weiß, wie es losgeht, so ein bisschen. Deswegen weiß ich auch, dass ich jetzt in diesem komischen Raum hier bin. Moment, gleich. Jetzt bin ich hier in diesem komischen Raum und da wusste ich nicht, was das war. Jetzt weiß ich es natürlich, weil ich schon gespielt habe, und zwar ist das ein LKW. Ich bin nämlich umgezogen nach Wurzelheim. So, jetzt ist der LKW offen und ich kann rausgehen. Ja, da steht jetzt der LKW. Und jetzt kommt hier die Mutter und erzählt mir irgendeinen Mist hier. Alles nicht so wichtig. Jetzt geht's hier ins Haus rein. Da steht jetzt ein Pokémon und hilft beim Aufbau. Und jetzt sagt sie noch, dass ich eine neue Uhr bekommen habe von meinem Vater. So, die Uhr ist stehen geblieben. Stelle sie besser ein und ziehe sie auf. Okay. Dann mache ich das doch mal. Wie viel Uhr ist es? Es ist fast. So. Ja. So, das passt schon mal. So, ich muss auch das öftere mal speichern, weil, wie ich eben gesagt habe, mein PC stürzt das öftere mal ab. So, jetzt sagt sie mir noch, dass mein Vater im Fernseher ist. Aber das stimmt irgendwie nicht. Das ist schon rum. So, oh, schon vorbei. Also nichts großartig passiert so. So. Mit Leertaste kann ich hier das Ganze beschleunigen. Jetzt muss ich hier runter in Birks Haus. Ja, nichts, nicht Birks Haus, Birks Dingenskirchen. Labor. Ah ne, da muss ich hier noch gar nicht hin. Der Professor ist nämlich gerade ja, gut, am Studieren ist er nicht. Sondern er
Na, komm, ich weiß. Sondern er erforscht gerade Pokémon. Und zwar ganz da oben. Jetzt muss ich ein bisschen aus der Stadt raus. Die will mir jetzt hier noch was erzählen von irgendeinem Pokémon. Achso, ich musste erst noch hier in das Haus, glaube ich. Ah ja, genau. Das ist jetzt das Haus von Birk. Das hier ist jetzt wohl seine Frau. Und das da hinten in der Ecke ist die Tochter. Gut, jetzt gehe ich hier hoch. Da liegt ein Pokéball. Das ist allerdings der Pokéball von er hier. Sie hier. Von ihr, auf jeden Fall. Also das ist ihr Pokéball. Sie heißt Maike. Und will hier Welt... Pokémon-Trainerin werden, was ihr nicht gelingen wird, weil ich das werde. Aber das weiß sie ja noch nicht. So, jetzt darf ich gehen. Gut, jetzt darf ich auch aus der Stadt raus. Genau. Da ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Rufen hören. Okay. Kümmere ich mich mal um das Pokémon. Hilfe! Ja, da rennt...